Ja, Mehmet Kara, herzlich willkommen beim Lüner SV. Neuzugang, warum hast du dich für den LSV entschieden? Ja, da gab es mehrere Gründe, aber der Hauptgrund war das Gespräch mit den Präsidenten. Das hat mir sehr gut gefallen und noch ein Grund war halt, ich wohne hier in der Nähe, ich komme aus Urban, da sind 10 Minuten, ein Katzensprung und ja, meine Familie wollte nicht mehr, dass ich so weit fahre und von daher passt das super. Du bringst eine Menge Erfahrung auch mit, wie kannst du der Mannschaft helfen? Ja, wie du schon gesagt hast, mit meiner Erfahrung, ne? Also auf jeden Fall, ich denke, wir haben eine gute Mischung mit jungen Spielern und auch älteren Spielern und ja, ich denke einfach, dass wir versuchen sollten, guten Fußball spielen, ne? Und die Zuschauer draußen glücklich machen, das ist so das Wichtigste meiner Meinung nach und das wird uns schon klappen, gehe ich davon aus. Ja, das Ziel des LSV ist der Aufstieg in die Oberliga, wie realistisch betrachtest du das? Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Ne? Ich sage ja, man muss guten Fußball spielen, eine Einheit werden, das ist das Wichtigste. Und die Mischung ist gut, jung und alt. Und das ist ein sehr schönes Ziel. Das war auch ein Grund, warum ich jetzt hier bin. Und ja, wir werden es versuchen, auf jeden Fall. Wir werden angreifen und versuchen, alles in die Waagschale zu werfen. Ne? Und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Es wird am Ende abgerechnet, aber es ist nicht unmöglich. Auf welcher Position darf der LSV mit dir planen? Wo bist du am stärksten wirklich? Ja, es wird der Trainer entscheiden. Ich denke, ich kann auf mehreren Positionen spielen im Offensivbereich. Ich kann aber auch auf der 6 oder auf der 8 spielen und wo man mich braucht, werde ich spielen. Ich bin jetzt keiner, der sagt, ich muss jetzt da spielen. Also das wird der Trainer schon entscheiden. Dann danke dir schon mal. Gerne.